Die Ausstellung mit Volldampf nach Basel, der erste Schweizer Bahnhof verändert die Stadt, beleuchtet den ersten Schritt von der Eisenbahngeschichte in der Schweiz. Die erste Bahn in der Schweiz ist nicht, wie man allgemein eigentlich meint, die spanische Brötlibahn gewesen, die von Zürich nach Baden geführt hat, sondern eben schon 1844 ist da zu Basel der erste Zug eingefahren, von Saint-Louis herkommend, also vom Elsass herkommend. Die Gesellschaft, die den Zug betrieben hat, war der Chemin de Fer de Strasbourg à Bâle. Die Ausstellung ist kuratiert von Eduard Belzer, ein grosser Eisenbahn-Freak, wie ich jetzt in den letzten Wochen erfahren und beleuchtet eben wirklich quasi wie die Ouvertüre zu dieser grossen Eisenbahngeschichte, die die Schweiz in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dann ja ganz wesentlich geprägt hat. Also das letzte, vielleicht wirklich ganz grosse Datum ist dann ja 1882, die Eröffnung des Gotthardtunnels, wo dann wirklich die Schweiz international vernetzt wird. Auf dem Vogelschauplan von der Stadt Basel von 1845, der sogenannte Mähli-Plan, sieht man sehr schön, wie die Stadt um 1845 eben noch völlig eingegiegelt war durch die Befestigung, durch die Stadtmauer, die die ganze Stadt also umgibt. Und dann hat man ja, wo man den ersten Bahnhof gebaut hat, der Zug ist ja von Saint-Louis gekommen und hat man also einen Teil von der Stadtmauer hier abgetragen, im St. Johanns Viertel, da ist der St. Johanns Tor. Das Gebiet vom ersten Bahnhof ist eigentlich eben das Gebiet, wo später die Schellenmettli war. Man hat das Stadttor gebaut und der Bahnhof eben innerhalb der Stadtmauer. Das war eine Diskussion in Basel, ob man es innerhalb der Stadtmauer soll. Die einen haben gesagt, nein, lassen wir es sogar außerhalb, also quasi aus strategischen Überlegungen auch noch. Und aber schon 1860, nach mehreren Diskussionen um verschiedene Standorte, hat man den Bahnhof hier aufgegeben und ist an der Standort, wo auch heute der Bahnhof steht, vor der Elisabethenschanze, also in dem Gebiet hier. Und der Grund war, man hätte eigentlich einen Bahnhof, hat aber zwei Bahnlinien gehabt, eigentlich ja sogar noch mehr. Aber also der französische Zug, der ist in die Stadt und eben ab 1857 die Hauensteinlinie, wo also Basel mit Olten letztlich oder eben mit dem Rest der Schweiz verbunden hat. So, der Höhepunkt in dieser Ausstellung zählen sicher auf der einen Seite das grosse, buchstäblich brandneue Bahnhofsmodell vom Gebäude vom ersten Basler Zentralbahnhof 1860. Also das ist der Vorgängerbau schon an der gleichen Stelle vom heutigen Bahnhof SBB und dem französischen Bahnhof, wo dann ja im frühen 20. Jahrhundert errichtet worden sind. Das Modell 1860 ist in Schweiz entstanden. Zwei Modellbauer haben in wirklich Hunderten von Arbeitsstunden mit viel Liebe und Engagement das Modell errichtet. Und es ist für unsere Ausstellung natürlich ein Glücksfall, dass das gerade zum richtigen Zeitpunkt fertig geworden ist. Das Modell ist sehr reich an sehr detailreich. Es ist ein erzählendes Modell, man sieht viel drin. Es ist eine wahre Freude, da zu schauen, zu leben auf einem so ehemaligen Bahnhof. Ein kleines, besonders schönes Detail ist auch noch, dass sich die Modellbauer mitsamt ihrer Katze sogar noch verewigt haben. Also wenn man das als aufmerksam anschaut, merkt man schnell, da sind zwei Leute drauf, die so nicht ganz in die Zeit passen, und das sind die beiden Modellbauer. Und interessant ist da vielleicht in dem Zusammenhang noch zu sagen, die Halle links von dem grossen Modell,
die gibt es heute noch und die ist jetzt die wird jetzt in Bauma im Zürcher Oberland wieder aufgebaut und ist dann dort in einem historischen Eisenbahnambiente, also wenn man so will, am falschen Ort, aber in einem historischen Ambiente kommt sie wieder zur Geltung, was natürlich eine sehr schöne Sache ist. Also das ist ein Baudenkmal der Stadt Basel, wo jetzt quasi gewandert ist ins Zürcher Oberland.